Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie an dieser Stelle ganz herzlich zur 22. Konferenz für Planerinnen und Planer in NRW hier im Co-Forum begrüßen und willkommen heißen. Ich glaube schon sagen zu können, dass wir selten in so beeindruckenden Räumlichkeiten getagt haben, in dieser Veranstaltungsreihe mit langer Tradition, als heute hier in diesem Co-Forum. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Setting für unsere Veranstaltung. Mein Name ist Stefan Siedentopf, ich bin Professor für Stadtentwicklung an der TU Dortmund und Leiter des ILS-Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Die Planerkonferenzen werden gemeinsam von der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und dem ILS ausgetragen und ich begrüße Sie hier selbstverständlich im Namen aller Veranstalter und des gesamten Vorbereitungsteams. Meine Damen und Herren, es bedurfte einige Anläufe, um diese Veranstaltung heute hier durchführen zu können. Ich glaube, der Hintergrund bedarf keiner längeren Ausführung. Wir wollten die Veranstaltung eigentlich ursprünglich im Oktober des vergangenen Jahres machen. Das ließ damals die pandemische Lage definitiv nicht zu. Und es war eigentlich immer unser Wunsch, diese Planerkonferenz in Präsenz abzuhalten. Deswegen haben wir uns damals auch für die Verschiebung entschieden. Und umso glücklicher sind wir, dass wir heute hier in Präsenz mal wieder unter Menschen zusammenkommen können und über ein, wie wir finden, zentrales Thema der Raum- und Stadtentwicklung sprechen und diskutieren zu können, gleichwertige Lebensverhältnisse überall, Politik und Planung für territorialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lassen Sie mich an dieser Stelle wirklich nur ganz kurz in das Tagungsthema einführen. Der Umgang mit raumbezogener Ungleichheit zählt zu den absolut drängenden Herausforderungen der Raumordnungspolitik, der Strukturpolitik, der Stadtentwicklungspolitik in Deutschland, in Europa und natürlich auch in unserem Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Das Thema hat, wie wir finden, in den vergangenen Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen und das hat mehrere Hintergründe. Erstens haben die sich zuspitzenden Debatten über vermeintlich abgehängte, benachteiligte ländliche Räume den politischen Handlungsdruck verstärkt. Groß und immer größer ist die Besorgnis über die Verfestigung demokratieskeptischer politischer Milieus und ein weiteres Aufkommen rechtspopulistischer Bewegungen. Häufig wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die in vielen europäischen Ländern erstarkenden rechtspopulistischen Parteien vor allem mit Befunden von territorialer, weniger von sozialer Ungleichheit auf Stimmenfang gehen. Es seien vor allem strukturschwächere ländliche Räume, in denen die Zustimmungswerte zu EU und liberale Demokratie bedenklich sinken. Zweitens hat die Corona-Pandemie systemische Defizite der öffentlichen Infrastruktur offengelegt und das hohe Maß an sozialer Ungleichheit vor Augen geführt. Wir sehen einen systematischen Zusammenhang zwischen der sozialen Benachteiligung, prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen und den Ansteckungs- und Erkrankungsrisiken in den Bevölkerungen. Vor allem in armutsgefährdeten Stadtquartieren waren die Inzidenzen häufig stark überdurchschnittlich. Corona hat uns auch die digitale Kluft unserer Gesellschaft in dramatischer Weise vor Augen geführt. Ich glaube, wir können heute hier sagen, dass die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten sozialen Milieus überhaupt noch nicht abzuschätzen sind. Drittens ist zu konstatieren, dass die Bewältigung der großen Transformationsaufgaben des 21. Jahrhunderts, die Energiewende, die Mobilitäts- und Verkehrswende, die Klimafolgenanpassung und die Schaffung resilienter Infrastrukturen nur mit einer fairen Verteilung, der Transformations- und Anpassungslasten zwischen Stadt und Land, zwischen starken und schwachen Regionen, Quartieren und wohlhabenden und einkommensarmen Bevölkerungsteilen erreichbar ist. Ökologische Zukunftsfähigkeit, davon sind wir überzeugt, ist ohne soziale und territoriale Gerechtigkeit nicht zu erreichen. Wo schauen wir hin, wenn wir heute von zurückbleibenden, in Anführungszeichen gesetzt, benachteiligten Lebensverhältnissen sprechen? Zahlreiche Studien haben zuletzt gezeigt, dass sich ungleiche Teilhabe und Selbstverwirklichungschancen nicht nur zwischen urbanen und ländlichen Räumen ausmachen lassen, auch innerhalb dieser in sich eher unscharfen Raumkategorien sind strukturelle Disparitäten in durchaus erheblichem Ausmaß sichtbar. Unser Bundesland, NRW, ist durch eine Art doppelte Polarisierung geprägt, mit wirtschaftlich starken und schwachen Großstädten, mit prosperierenden und zurückbleibenden ländlichen Regionen.
Und auch dieses Bild, doppelte Polarisierung, denke ich, skizziert die äußerst differenzierte Ausgangslage und Herausforderung sicherlich nur unzureichend. Handlungsbedarfe bestehen deshalb in Abhängigkeit von Wirtschaftskraft, Sozialstruktur, Qualität der Infrastruktur und der demografischen Entwicklung auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen und auch innerhalb von Städten und Gemeinden. Und das soll eine erste zentrale Botschaft dieser Veranstaltung sein. Überwinden wir bitte das alte stereotypische Stadt-Land-Denken. Eine zweite wichtige Ausgangsfeststellung ist, dass gleichwertige Lebensverhältnisse nicht alleine mit dem infrastrukturpolitischen Handeln des Staates herzustellen sind. So wichtig die infrastrukturelle Daseinsvorsorge in den Regionen und Kommunen ist, so sollte doch nicht übersehen werden, dass auch andere Handlungsfelder, die Verbesserung der Wohnungsversorgung, die Förderung von lokaler Teilhabe und Engagement oder auch die fiskalische Stärkung der Kommunen ebenso bedeutsam sind. Deswegen wollen wir heute ganz bewusst in den Workshops ein breites Spektrum von Themen adressieren: Wohnen, Mobilität, Engagement und Teilhabe und nicht zuletzt die Kommunalfinanzen. Diese 22. Konferenz für Planerinnen und Planer NRW soll somit Gelegenheit bieten, Fragen der Ausgestaltung neuer strukturpolitischer, stadtentwicklungspolitischer, raumordnungspolitischer Konzepte und ihre effektive Umsetzung in Regionen und Kommunen in der gebotenen thematischen Breite zu diskutieren. Wir werden 2 Keynote-Vorträge erleben und dann später 4 Fachworkshops. All das bietet Gelegenheit, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und politisch-planerische Initiativen kennenzulernen, zu diskutieren. Initiativen, die neue Wege zu gleichwertigen Lebensverhältnissen überall aufzeigen werden. Und es ist, wie ich finde, eine der Stärken dieser Veranstaltungsreihe, dass hier in diesem Kreis, das zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste sehr eindrucksvoll, Wissenschaft und Praxis gleichermaßen zu Wort kommen und nach gemeinsamen Lösungen für die Probleme unserer Zeit suchen. Und deswegen auch unbedingt unser Wunsch, heute hier wieder in Präsenz zusammenzukommen. Meine Damen und Herren, leider, wenn Sie das Programm sich anschauen, kann Frau Ministerin Scharrenbach heute nicht da hier sein, aus Gründen einer Kabinettssitzung, die schon vor einigen Wochen angesetzt worden ist. Wir haben uns natürlich bemüht, dann den Staatssekretär hierher zu bekommen. Das sah auch lange Zeit gut aus. Leider musste er gestern aus ganz aktuellen Termingründen absagen. Stichwort Fluthilfe, Wiederaufbauplanung. Da gibt es auch aktuell in Düsseldorf Verpflichtungen, denen er nachkommen muss. Das ist sehr schade, dass wir jetzt die Position des Landes zu diesem wichtigen Thema heute hier nicht hören können. Das Ministerium sah sich leider auch nicht in der Lage, jetzt ganz kurzfristig eine dritte Person zu nominieren. Ist schade, aber ich glaube, wir müssen das respektieren. Und Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, grüßen Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Ich kann an dieser Stelle noch mitteilen, dass die Veranstaltung dokumentiert wird. Anfang nächster Woche wird es eine kurze Pressemitteilung geben. Und wir planen dann auch einen etwas längeren Tagungsbericht zu erstellen, der dann auch in den Mitteilungsblättern der veranstaltenden Institutionen erscheinen wird und Ihnen auch zugehen wird. Und wir zeichnen die Vorträge auf. Das heißt, alle Keynote-Vorträge, aber auch die Inputs in den Workshops werden aufgezeichnet und dann später auf dem ILS-YouTube-Kanal veröffentlicht. Das heißt, Sie haben nochmal die Gelegenheit, sich nach der Veranstaltung den einen oder anderen Beitrag anzuschauen. Und auch diejenigen, die heute aus terminlichen Gründen möglicherweise nicht hier sein können, haben die Gelegenheit, dann auch die Konferenz nochmal in zentralen Teilen nachzuvollziehen. Und natürlich werden wir Ihnen auch, wenn Sie wünschen, die Vortragsfolien der Vortragenden zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich dann einfach an uns und dann lassen wir Ihnen das auch kurzfristig zukommen. Dann darf ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend einen spannenden Tag wünschen mit anregenden Vorträgen, mit guten Gesprächen hier im Foyer an den Tischen und ich glaube, der persönliche Austausch, das ist das, wonach wir uns lange gesehnt haben und ich glaube, ich spreche für alle, dass es sehr schön ist, dass wir das heute wieder in dieser Form auch praktizieren können.